Wir digitalisieren Filme und haben unterschiedliche Voraussetzungen, unter denen, die wir dann, auf die wir treffen und anhand derer wir dann digitalisieren wollen. In dem Fall ist es ein Film, nennt sich Der Herr vom anderen Stern, ein Film von 1948 von und mit Heinz Rühmann und den auch selber produziert hat. Und da sind die Originalmaterialien verschollen. Wir haben also nur noch verschiedene Derivate von Originalmaterialien und Positivkopien und eben auch ein Stück Nitromaterial noch vom Schluss, weil eben überliefert ist, dass der Film gekürzt wurde und wir natürlich bestrebt sind, die originalen Fassungen wiederherzustellen. Also geht es in dem Fall darum, dass wir geschaut haben, was gibt es überhaupt noch an Materialien, unterschiedlichen Materialien von dem Film. Und wie verhalten sie sich zueinander, um das beste Material für die Digitalisierung herauszufinden und auch die bestmögliche Länge, also mit dem zensierten Schluss, dass wir den auch noch haben, in der Gesamtlänge eben, um den zu digitalisieren. Dafür haben wir dann eben die Materialien hier zum einen ausgeliehen, sofern sie nicht mit unserem Bestand waren, und hier gesichtet zum einen an der Quadriga, aber auch dabei Sichtungskopien erstellt, die wir dann parallel angelegt haben in einem Schnittprogramm, um dann eben wirklich bildgenau das liegen zu haben und zu sehen, wie verhalten sich zueinander, gibt es Lücken und dergleichen mehr. Und das ist jetzt sozusagen das letzte verbliebene Nitro-Material, das noch existiert. Alles andere waren Acetatmaterialien, also spätere Kopierungen noch. Und dieses Nitro-Material ist nur der Schluss, also das ist nur sozusagen der zensierte Schluss, der erhalten ist als Nitro-Material, wahrscheinlich weil er aufgrund der Zensur anders aufbewahrt wurde als der Rest. Und wir eben schauen wollten, was ist denn da am Schluss und was kann man dafür nutzen, um dann das hier an der Quadriga dann eben abzutasten. Da ist zum einen natürlich für uns wichtig, Nitro-Material, schoner Transport, sprocketless, also ohne Zahntransport, damit eben das Material ist geschrumpft, damit es eben schonend darüber laufen kann. Und zum anderen natürlich das Sichtungsfeil, damit wir dann dieses Material den anderen Materialien vergleichen können. Und das ist eben das, was wir hier am machen dann im Endeffekt. Und um dann zu sehen, was haben wir für Ergebnisse von den Materialien und wie können wir sie dann eben für unsere Pläne für die Digitalisierung nutzen. In dem Fall habe ich jetzt hier, wie gesagt, den Schluss. Und das Interessante an der Stelle ist, man sieht, es läuft ganz normal der Film weiter. Die Szenen kommen. Das ist jetzt der längere Schluss. Das dauert dann noch ein paar Minuten. Man sieht, wie er da unten eingesperrt ist, langsam Licht reinkommt und er sozusagen verschwindet. Er ist ein Mann vom anderen Stern, der Ruhe braucht, um sich zu konzentrieren zu können, um wieder zurückreisen zu können zu seinen Sternen. Und weil unsere Welt so hektisch ist, konnte er sich nie zurückreisen, weil immer irgendwas anderes war. Und da haben sie ihn eingesperrt und er konnte dadurch zurückreisen. Und alle freuen sich jetzt sozusagen, dass er weg ist, alle Funktionsträger, weil er hat einfach das System, es geht um einen totalitären Staat, ziemlich durcheinander gebracht mit seinen Aktionen. Und um die Menge sozusagen, das Volk ruhig zu stellen, wird ihm ein Denkmal gesetzt. Das ist sozusagen diese Endsequenz, die lange Denkmalsenthüllung für den Herrn vom anderen Stern. Und da wurde halt seinerzeit gesagt, oh, das kann man doch so nicht zeigen. Also wurde dieses ganze Ende geschnitten und es gab dann ein kürzeres Ende. Von daher läuft jetzt sozusagen die ganze Sequenz dadurch mit dem unterschiedlichen Ende. Und man sieht die ganzen Personen aus der Handlung, er hat so verschiedene Stationen und Personen durchlaufen, die sozusagen ein Abbild der Gesellschaft sind. Und die werden jetzt alle nochmal so aufgeführt, wie sie sich halt zu dieser Denkmalsenthüllung stehen, sag ich mal. Und teilweise freuen, teilweise nicht so richtig eben wissen. Und an und für sich eine ganz harmlose Szene. Man weiß heutzutage gar nicht mehr, warum wurde das eigentlich seinerzeit geschnitten. Aber in jedem Fall problemlos, sag ich mal, zu sagen, okay, dieses Ende kann durchaus wieder angesetzt werden. Wir haben ein Nitro-Bildnegativ, man sieht keine Tonspur auch in dem Moment, und wir haben auch ein Nitro-Tonnegativ, dass wir also sowohl Bild als auch Ton für diese fehlende Szene wiederherstellen können. Jetzt im Moment ist es ein bisschen hell.
kann man auch umstellen, dass man so ein bisschen die Weißwerte nicht ganz so hoch sind. Und dann hat man eben auch, wenn man es einmal durchlaufen lassen, das Stück als File und kann es dann eben nutzen, um es mit den anderen Materialien abzugleichen. Wir haben von den positiven Materialien, den später gezogenen, hat ungefähr die Hälfte das lange Ende und die andere Hälfte das gekürzte Ende. Also es ist ungefähr halb-halb. Das heißt, beide hätten ihre Legitimation von der Rezeption her, weil beide kamen in der jeweiligen Fassung ins Kino. Und von daher wird das jetzt nicht die Frage, was ist das korrekte Ende? Beide sind korrekt. Wir gucken halt einfach, was wäre die Urführungsfassung, was war das ursprüngliche Ende. So. Und da sieht man jetzt eben dann noch das Ende. Er nochmal lächelt und dann geht es zurück ins All. Auf seinen Stern, der andere. So, also wie gesagt, eigentlich würde ich sagen, aus dem ersten Durchsicht der Materialien, ja super, ich habe endlich ein langes Ende und kann es einfach an die kurze Fassung dranhängen und habe den Film dann damit sozusagen komplett. Das Spannende an der Sache ist dann der Moment, wo man die Sachen aneinander legt, nebeneinander legt, die verschiedenen Materialien, und feststellt, da passt was nicht. Und das war dann eben im Schnittprogramm sozusagen, wo ich dann die Materialien aneinander gelegt habe und gesehen habe, ja, sie stimmen ungefähr bis zu dem Punkt, wo wir hier gestartet haben, stimmt alles 1:1 überein, aber dann gehen sie auseinander. Zunächst erstmal nur im Schnitt, okay, kann sein, wenn es ein anderes Ende ist, dass eine andere Schnittreihenfolge gemacht wird, dann aber auch in den Aufnahmen, dass bei den beiden Enden, also man hat einmal dieses Material, das man jetzt gesehen hat, hier eben, und man hat aber auch das kurze Ende, wo andere Szenen, ein anderes Ende plötzlich zu sehen ist, mit den gleichen Darstellern, im gleichen Setting. Das heißt, es sind Szenen, die seinerzeit während der Produktion des Films, oder zumindest im Rahmen dieser Produktion des Films, entstanden sein müssen. Die können nicht viel später nachgedreht worden sein. Also gab es schon ein zeitgenössisches, alternatives Ende. Also nicht nur ein Schnitt, das gesagt wurde, man sieht es nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann ist ein Cut, sondern es wurden zusätzliche Aufnahmen gemacht, um ein anderes Ende darzustellen. Dann steht man vor der Frage, was macht man jetzt damit? Also erstmal ist es natürlich schön, durch diese Sichtungsfiles das wirklich so sichtbar nebeneinander stehen zu haben, um zu sehen, okay, hier laufen die beiden Enden auseinander und es sind wirklich unterschiedliche Enden und nicht nur jetzt Schnittfolgen, andere, sondern es sind unterschiedliche Enden, zeitgenössische Enden und die beide ihre Berechtigung haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht man jetzt damit um? Macht dann vielleicht das kurze Ende als alternative Fassung, dass man es doch vielleicht hinterher zeigen kann, so wie eine Studienfassung. Oder aber wenn, je nachdem wie das halt ist, kann man auch über andenken, ja, vielleicht macht man mal komplett zwei Fassungen, weil normalerweise dann eben, man muss ja die eine sehen und dann komplett, man kann nur eine komplett sehen und wenn man dann das alternative Ende hat, hat man nur das Ende. Oder man hat zwei Fassungen und kann sich entscheiden, mache ich jetzt langes oder kurzes Ende. Das muss man dann sehen im weiteren Verlauf. Ja, also ich habe jetzt die verschiedenen Quellmaterialien mit dem Schnittprogramm einfach mal parallel gelegt, bildgenau, damit man eben zum einen sieht, in der Regel mache ich das immer bei den verschiedenen Projekten, um zu sehen, wie sieht es mit der Vollständigkeit und auch mit der Bildqualität aus. Was man hier schon mal schön sieht, ist, dass in jedem Fall die Materialien unterschiedliche Tonspuren haben, die alle nicht die Originaltonspuren sind, aber trotzdem unterschiedlich. Die einen haben halt wirklich den Monoton, die anderen haben es dann auf zwei Tonspuren übertragen. Das Nitro-Bild-Negativ, was wir eben in groß am Tisch gesehen haben, ist rechts oben. Und das ist ungefähr an der Stelle, wo wir jetzt gestartet sind, kurz vorher. Ich lasse jetzt einfach mal die Sachen laufen. Und man sieht, an der Stelle läuft es auseinander. Es gibt sozusagen die Hälfte der Materialien hat den einen Schluss, den wir jetzt gesehen haben. Die andere Hälfte hat einen anderen Schluss. Und natürlich haben wir jetzt nicht den ganzen Film gesehen, aber ich kann sagen, dass das, was wir in den linken Teil sehen, nicht
in dem rechten Teil auftaucht. Das ist sozusagen der alternative Schluss, der auch zeitgleich gedreht wurde. Die Person, die Settings in dieser Dachwohnung, auch das Plakat, das an der Tür zu sehen ist, die sind schon in der anderen Fassung aufgetaucht. Und dadurch, diese Szene zum Beispiel, die hat man auch gesehen jetzt in dieser Fassung, die hier zu sehen war, halt weiter vorne, da kam dann das lange Ende hinterher. Und die andere Fassung endet eben damit, dass er eben in dem Gefängnis ist und die Ruhe findet, sich zu konzentrieren, auf seinen Stern zurückzukehren, mit dem auch das andere dann geendet hat. Endet es einfach mal, es geht dann aus. Das heißt, es ist ein komplett anderes Ende mit eigenen Szenen, das für sich steht. Im Gegensatz zu der ganzen langen Szene mit der ganzen Denkmalsenthüllung und diesem Ende. Und es gibt natürlich auch vom Sinn her ein anderes Ende, weil da war das Ende so, die beiden in ihrer Dachwohnung, nur der engste Kreis, der dann sozusagen darüber redet, beim anderen war es die gesamte Gesellschaft, die darüber dann auch sozusagen nochmal dargestellt und abgebildet wird. Also es ist auch, was man damit sozusagen aussagt, das ist eine ganz andere Aussage. Von daher hat jedes Ende eine eigene Berechtigung und kann für sich eben stehen. Ja, also jetzt sieht man dann eben nochmal eine Positivkopie von Der Herr vom anderen Stern, von dem das Ende auch zu sehen war. Jetzt am Filmanfang von dem Film, man sieht den Titel. Man sieht auch über das reine Filmbild hinaus und eben zum einen die Tonspur, zum anderen aber auch die Randinformationen. Man sieht, dass es Aquamaterial ist. Auch hier kann man wunderbar dann die Materialien miteinander abgleichen, dass man zum einen sieht, was habe ich für Materialien. Vielleicht auch Ansätze zu sehen, habe ich irgendwie, sieht es mit Generationen aus. Hier sieht man zum Beispiel die Ränder von einem anderen Material und man weiß, also es ist in jedem Fall eine spätere Generation, weil es eben was reinkopiert ist, was von einem anderen Material ist. Wenn man es dann einfach eben laufen lässt, dann laufen eben am Anfang die ganzen Titel. Man sieht an die Randmarkierungen eben auf beiden Seiten auch. Man kann dann auch vergleichen mit den anderen Materialien, sind da die Markierungen an den gleichen Stellen, um herauszufinden, ob die gleiche Quelle vorlag für die unterschiedlichen Materialien. Und man sieht wunderbar eben, die Schrammen, die im Film Bild sind und nicht über den Bildrand hinaus laufen. Also es sind einkopierte Schrammen, die aus einem früheren Quellenmaterial stammen müssen. Und man sieht auch die Tonspur schön und gleich geht dann eben der Film los. Man sieht aber auch Bildschäden, die über den Rand hinausgehen. Dann kann man dann schauen, sind es einzelne Schäden, die jetzt hier im Material sind oder sind die auch einkopiert. Also man hat unterschiedliche Arten von Schäden und ja, so lässt man es halt alles schön durchlaufen. Der Film steht sehr stabil, das heißt, man braucht nicht nach oben, unten nicht so viel Platz, man sieht immer das gesamte Filmbild und eben auch Informationen über Verleih, seinerzeitige, viel Schmutz, Schramm und eben ein Anfangstext, der bei allen dann eben gleich ist. Also das sind jetzt Szenen, die bei allen Versionen gleich sind. Der Film fängt fast überall gleich an. Teilweise waren am Anfang andere Verleih- und Besitzvorspänne, worauf man auch schließen kann, aus welcher Provenienz die unterschiedlichen Materialien kommen und es dann auch manchmal erklärt, die unterschiedlichen Materialarten. Dann ist es nicht immer Aquamaterial gewesen, es ist noch anderes Material und dergleichen mehr, um dann nachvollziehen zu können, wie dann einzelne Generationen, Prozesse dann eben entstanden sind. Die Bilddarstellung lässt sich halt anhand einer gewählten LUT auswählen, ob man lieber gut sehen möchte, also das Gesamtbild gut sehen möchte, ob man die Lichter oder die Tiefen stärker sehen möchte, um zu sehen, was überhaupt an Informationen da. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Einerseits finde ich es immer gut zu sehen, was habe ich an Informationen im Filmbild noch vorhanden, auch wenn es nicht die besten Kontraste dann sind. Andererseits ist es natürlich auch immer schön zu sehen, was lässt sich über den Film überhaupt noch darstellen, dann auch, wie wirkt er denn von den Kontrasten her. Teilweise dann schon sehr unterschiedlich sind die Grauverläufe, die noch in dem Bild vorhanden sind. Dann sieht man hier jede Menge Schramm, immer wieder mal Schmutz drin, man sieht leichte Beschädigung auch immer wieder. Jetzt momentan sind es auch so Nahaufnahmen einer Modelle. Jetzt geht es in die Realaufnahmen dann über.
die, wie man sieht, sehr stark beansprucht teilweise sind von dem Bildschrauben allen her.